Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik. Dieses Mal sprechen wir über das sogenannte elektrische Feld. Um das einmal herzuzeigen, was ein elektrisches Feld ist, was das macht und was das kann oder was das für Effekte hat, habe ich uns etwas mitgebracht. Hey, das habe ich gefunden auf dem Dachboden. Schön, oder? Der kleine Elektrotechniker ist quasi das kleine Latinum, ja, für Elektrotechniker. Ein Experimentierkasten. Habe ich selber gehabt als Kind. Ich meine, da steht drauf, Made in Jugoslavia. Schöder. Macht ja nichts. Nicht? Machen wir das einmal auf. Schauen wir an, weil ich möchte nämlich herzeigen, was das elektrische Feld so als Einführung, was das elektrische Feld so macht. Das brauchen wir nicht, der kleine Elektrotechniker. Dann schauen wir uns das, was da alles drinnen ist. Ein Wahnsinn. Ja? Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Was wir brauchen an und für sich, ist da drunter ein echt spektakuläres Ding. Plastik. Ja? Das nehmen wir auch. So, einfach ein Stück Metall, was auf einer Plastik-Griff drauf ist. Und das ist ein Stück Plastik. Ja? Und mit dem zeige ich jetzt ein bisschen was her. Das nehme ich auch aus. Ich glaube, das können wir auch noch brauchen. Gut, ja? Baue ein bisschen was auf. So, ich habe da jetzt also ein bisschen was aufgebaut. Es ist nicht wirklich highly sophisticated aufgebaut. Also wir haben dieses Plastikding da. Ja? Das ist ein Polyvinylplatten, PVC-Platten. Ja? Also nichts Besonderes, ein Stück Plastik. Dann habe ich da Papier, ein Stück Papier, auch nichts Besonderes. Ja? Papier kennt man hoffentlich. Ja? Dann haben wir hier, das habe ich jetzt einfach nur genommen, ja, dass das Papier hinlegen kann, dass das nicht einfach da auf dem weißen Papier liegt. Okay? Jetzt ist es da so. Ja, jetzt liegt das Papier da, wenn ich mit dem Plastik hingehe, dann macht es praktisch gar nichts. Ja. Nichts. Ja. Wenn ich dieses Plastik jetzt aber reibe, ja, schaut her, warten. Gut reiben, gut reiben. Und jetzt hingeht zu diesem Papier. Ob das. Das reißt gleich auf. Back. Picture. Das pickt er da. Ja? Das ist ein Effekt des elektrischen Feldes. Okay, das ist ein des elektrischen Feldes. Was passiert da? Durch das Reiben, ja, entziehe ich diesem Stück Plastik da ein paar Elektronen. Weil hoffentlich keine Protonen, weil dann müssen die Kerne rausreiben. Also Elektronen kommen da weg. Ja. Und es ist also jetzt insgesamt positiv geladen. Ja. Und diese positive Ladung, die erkennen wir, dass einfach das Ding herzaubert da. Ja? Kraftwirkung im elektrischen Feld, das haben wir mal gehört. Ja, schon eine Zeit lang her. Und ich kann dann auch, wenn ich hier mit so einer Leiterplatte drüber gehe, ja, kann ich diese Ladung transferieren. Ja? Und kann da schauen. Ist wieder ein bisschen. Ist weniger. Ja. Jetzt hat sich nämlich diese Ladung, die ich hier aufgebracht habe, auf die zwei Teile aufgeteilt und in Summe ist halt weniger. Also Ladungen sind der Ursprung von einem elektrischen Feld. Was wir hier beobachten, die Leute haben das lange nicht gewusst, das war die erste Anwendung, gell? Vor so irgendwo reiben, Bernstein, ja, irgendeinen Isolator reiben und dann, schau mal, da zahlt es auch, Gaude. Ja? Das, man spürt das auch, ja, an den Haaren zum Beispiel.
Ja, man spürt das auch an den Haaren. Wenn man mit diese Platte reibt und geht nachher zu den Haaren hin, ja, dann sieht man, dass sie die Haare bewegen. Ja. Was passiert hier? Ja, habe ich schon erwähnt. Durchs Reiben nehme ich die Elektronen weg, ja, wird positiv geladen und eine Ladung ist die Quelle eines elektrischen Feldes. Und was wir hier sehen, ist die Kraftwirkung des elektrischen Feldes. Eigentlich ist das Ding ja ungeladen, ja, aber weil eben, da sind ja auch Elektronen und Protonen drin und die Elektronen sehen da die super geladene, positiv geladene Platte und drängen sich alle auf eine Seite. Das heißt, der Streifen wird trotzdem angezogen. Das schauen wir sich nachher an. Wichtig für uns ist offensichtlich aber jetzt, dass ein elektrisches Feld entsteht, wenn ich eine Ladung habe. Okay? Das ist das Erste, was wir uns ansehen werden. Ja, wie kann man das vorstellen? Wie entsteht oder wie schaut so ein elektrisches Feld aus von einer Ladung? Ja? Wir wissen jetzt also, Ladungen sind Quellen von elektrischen Feldern. Aber es gibt positive und negative Ladungen. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Ja? Wie man sich das vorstellt, zeichnen wir ein bisschen auf. Schauen wir uns im nächsten Video an. Ja? Das war jetzt einmal so eine Einführung. Das seht ihr. Da tut sich was. Okay? Ja. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.